Herzlich willkommen zur allerersten Folge von Zusi 3 hier auf unserem Kanal zusammen mit Tobi. Hallo, diesmal wieder nur als Zuschauer dabei. Na genau, denn ich habe eine neue Zugsimulation und ihr seht es schon. Hey! Zusi 3 hat jetzt nicht die schönste Grafik, da ist natürlich Transformers 2 zum Beispiel viel, viel besser dran oder jetzt der Nachfolger Transformers 3, aber wie auch immer. Dafür ist es bei Zusi 3 so, dass das Ganze realistisch ist. Das ist in einer abgewandelten Form, kann das ist wie als Spiel nutzen, auch von echten Eisenbahnverkehrsunternehmen als Simulator verwendet werden für lokführende Ausbildung. Und es ist halt wirklich extrem realistisch und du zahlst einmal deinen Preis für das Spiel und dann musst du nicht für jedes DLC wieder den vollen Spielpreis bezahlen, sondern du zahlst das Geld, dann kriegst du eine gute Handvoll Strecken dazu und Mod-Strecken können auch erstellt werden und die kann man sich auch noch runterladen. Ich werde jetzt aber in diesem Let's Play jetzt erstmal, das werden 20 Folgen sein, wie ihr es von mir gewohnt seid, auch mit dahinter geschnittenen Ansagen, die habe ich schon teilweise aufgenommen, teilweise werden die auch noch aufgenommen von den Leuten, ne? Das muss ich in den nächsten Tagen und Wochen noch alles zusammen organisieren, aber keine Sorge, das kriege ich hin. Und ja, wir werden da fahren, und zwar auf den Strecken, die mit der Zusi 3 Aerosoft Edition, das ist die, die man sich auf Steam kaufen kann, was da mitgeliefert ist, die Strecken werden wir fahren. Und zwar, ja, zeige ich gleich, aber ich habe erstmal hier in diesem Menübildschirm angefangen, denn mir ging es am Anfang auch so, dass ich war ein bisschen überfordert war von diesem Interface und bin so, Hilfe? Und ja, deswegen zeige ich einmal ganz kurz, wie man überhaupt eine Karte lädt und wie man dann einen Fahrplan auswählt. Und zwar gehen wir hier auf Fahrplan öffnen als allererstes. Hier habe ich schon eine Schnellauswahl, das sind alle Karten, die ich schon mal irgendwann ausgewählt habe. Jetzt aber erst einmal egal. Wir gehen hier auf Fahrplan öffnen. So, dann kommen wir hier in einen Ordner rein. Das seht ihr jetzt gerade. Tobi sieht das nicht, weil das läuft nicht alles ganz so bei ihm mit der Übertragung. So, dann wählen wir hier aus den Ordner Deutschland, weil die Karten, die mitgeliefert werden, sind alle deutsche Karten aus Deutschland. Und dann haben wir hier eine Handvoll Ordner mit einer Handvoll von Sachen. So, und ich habe heute vor, auf der Bahnstrecke, finde ich sie jetzt gerade, ach hier, und zwar habe ich vor, auf der Siegstrecke zu fahren, deren finden wir dann einmal Blankenberg-Au-Altenkirchen, sowas wie Zusi Display und so, ja, das ist egal, und auch der Ordner hier ist an sich egal, sondern wir brauchen nur diese FPN, diese Fahrplandatei, die wählen wir aus und gehen auf Öffnen. Und dann seht ihr schon, der lädt hier unten die ganzen Züge einmal durch. Je nachdem, wie gut euer Prozessor ist, wie viel RAM ihr habt, geht das schneller oder langsamer. Und dann sind wir jetzt hier einmal drinne. Da gibt es hier ein paar Sachen, die dazu geschrieben werden, welche Strecken man befahren kann, noch irgendwelche Informationen zu dem Ganzen. Ne? Ja, wir fahren aber heute einen RE9 nach Aachen. Und zwar ist das der RE10910 von Siegen Hauptbahnhof nach Aachen Hauptbahnhof. Und auf diesem RE9 fahren Baureihe 442, fahren wir heute auch Hamsterbacken. Auf diesem RE9 sind wir schon, aber nicht auf dem Abschnitt, den wir heute fahren, von Au bis Blankenberg oder irgendwie so, wie das heißt. Sondern auf dem Abschnitt von Köln bis Aachen sind wir auch schon in Zusi 2 damals gefahren. Zusi 2, Quack. In TSW 2 damals gefahren. Jetzt fahren wir ja auch in Zusi 3 darauf. Mit einer Baureihe 442. Es gibt auch Züge, die fahren mit einer 146 in Doppelstockwaggons. Und hier gibt es sogar eine Verstärkerfahrtsgarnitur, glaube ich, mit einer Baureihe 120, eigentlich eine Fernverkehrslok. Und Doppelstockwagen fährt. Wir fahren aber heute mit einer Doppeltraktion aus diesen, aus diesen Hamsterbacken. Dann gehe ich hier oben einmal auf Starten, dann lädt das hier unten einmal die Karte. Da seht ihr jetzt Zusi 3 Hobby Edition. Szene wird geladen. So, klack. Hier haben wir jetzt. Ihr müsst wissen, bei Zusi 3, das wird durchaus auch zur Ausbildung von Lokführern benutzt, ja, genau. Soweit ich das mitbekommen habe. Deshalb die Hobby-Version. Genau.
So, hier Hast du schon haben wir gesagt, jetzt einen Ausbildung? Buchfahrplan, den kann Tobi auch nicht sehen, aber das ist nicht so wichtig. Na, Als mein Junge. Fenster, den kann ich jetzt hier einfach rumzerren und jetzt sitzen wir hier irgendwo in der Landschaft rum. Ja, wie geht's jetzt weiter? Hier steht unten was mit Zug wird aufgegleist ab 9:37 Uhr, Abkürzung mit Zeitsprung oder Zeitraffer. Und sagt dann einmal Rechtsklick, geht auf Simulation und geht dann auf Zeitsprung oder ihr drückt einfach nur die Taste F4. Dann müsst ihr ganz kurz warten, damit es einmal schnell die Zeit vorgespult bis zu dem Zeitpunkt 9:37 Uhr, wo unser Zug dann auf die Strecke gebracht wird. Und zwar an der Stelle, die wir hier gerade eben sehen. Müssen wir mal kurz warten. So, und da sind wir auch. So, wir haben hier einen elektronischen Buchfahrplan, den wir einsehen können. Das heißt, den manuellen Buchfahrplan hier, diesen klassischen Buchfahrplan, ich kann ihn auch länger ziehen und rumscrollen, den würde ich an der Stelle einfach mal schließen. Den werden wir heute nicht brauchen, da wir einfach den digitalen Buchfahrplan nutzen. Den schalten wir direkt nochmal in den Dark Mode um. Oha. Ja, du kannst hier alles in Light Mode, Dark Mode umschalten. Das ging bei TSW 2 nicht. Dafür können wir uns hier aber nicht auf den frei bewegen, sondern können halt eben hier nur so zur Seite rüber gucken, dann aus dem Fenster rausgucken und sowas. Ja, und die Grafik hat halt auch einen Stil von, ja, vor 15 Jahren. Aber ich finde, ansehnlich genug ist es trotzdem. So, wir stehen hier kurz vor dem Blocksignal bei Kilometer 68,0. Wir dürfen aktuell 110 km/h fahren. Und unser nächster halt ist Au an der Sieg, wo wir 9:42 Uhr da sein sollen. Und er befindet sich bei Kilometer 64,8. Das ist erstmal alle relevante Informationen. Da würde ich sagen, können wir auch schon mal losfahren, weil das Signal ist grün. So. Wenn wir PZB-Startmodus rausnehmen und dann kommt jetzt hier gleich Haltepunkt Etzbach, durch den fahren wir aber durch. Das ist kein fahrplanmäßiger Halt von uns. So. Auf 110 können wir schon hochgehen. Auch die Sounds im Spiel sind so viel realistischer als bei. Ja, ich wollte gerade sagen, das klingt echt gut. Also, ich bin in meinem Leben schon häufiger mit Hamstern gefahren, die ja, nicht so schnell fahren. Das waren bei mir in der Region hier ja auch ja, vermehrt, sage ich mal. Und die klingen halt wirklich genauso wie hier in diesem Spiel. Also, das ist schon sehr, sehr gut gemacht alles. So, wie gesagt, 64,8 ist Au an der Sieg der Halt. Das heißt, wir können uns noch ein bisschen mit unseren 110 km/h hier langschlängeln jetzt. So, hier ist das Einfahrsignal von Au an der Sieg. Das ist grün. Also wir dürfen über das Einfahrsignal drüber fahren schon mal. So, Vorankündigung für 80. Dann müssen wir schon mal runter. Dann schauen wir mal, was das Einfahrsignal sagt. Das ist nochmal ein Signalwiederholer für das Einfahrsignal. So, die letzten 4 km/h können wir ausrollen. Wir sind unter 85 km/h. Das ist die PZB sollte sich auch nicht beschweren. So, das Einfahrsignal selber ist grün, aber das Ausfahrvorsignal, das hier direkt drunter klemmt, das ist gelb. Das heißt, wir dürfen einmal runterbremsen. Woran hast du jetzt gesehen, dass es gelb war? Ich hätte gesagt, es ist rot. Das waren zwei gelbe Lampen. Okay, ich hätte gesagt, das ist rot. Nächster Oben das Signal Halt. hat eine grüne Lampe Au gezeigt und die an der beiden, die Sieg. unten drunter waren, zwei Ausstieg gelbe in Lampen. Fahrtrichtung Rechts. naja, das ist oben dann grün ist, das habe ich schon gesehen. Dass es zwei Lampen sind, die irgendeinen Rotton haben, das habe ich auch gesehen. Nee, das war Aber ich gelb. hätte es nicht gesagt, das wäre gelb. So, Ja, da sehen wir auch okay. schon den Bahnsteig von Au an der Sieg. So, hier ist der 500 Hz-Modus, das heißt, wir müssen mal 45 km/h schleunigst runtergehen. Durch die Bremskurven alle einhalten. Ich wollte gerade So. fragen, ob wir falsch abgebogen sind. Nee, nee, das ist Kopfgleis 32 da drüben, da wollte ich nicht halten. Ich wollte auf Gleis 2 hier halten, weil wir wollen ja weiterfahren. So, hier drüben haben wir eine Regionalbahn. Links von uns, rechts von uns haben wir eine S-Bahn auf dem Gleis 31. So, ich würde sagen, wir schauen mal aus dem Fenster beim Bremsen, aber das sieht doch gut aus. So, wir stehen hier schön am Bahnsteig. Diese Fußgängergrafik. So, Eins Tür zu eins, ist auf. irgendwer hat Passagiere einfach so ab und zu fotografiert und ausgeschnitten und dort eingefügt.
Ja, wie gesagt, wir können jetzt auch so aus dem Fenster schauen, aber es ist auch nicht so schön anzusehen, weil die Leute stehen da starr am Bahnsteig. Unsere Türen sind in der Theorie zwar offen, in der Praxis sehen die jetzt nicht so aus, als ob sie offen wären. Aber wir sehen da ganz oben links in der Ecke ist so ein rotes Männchen als Icon eingeblendet. Und daran sehen wir, dass aktuell Fahrgastwechsel stattfindet. So, unser Ausfahrsignal zeigt doppelrot, das gute HP00. Halt für Fahrten und Rangierfahrten. Na gut, 43 ist eh erst Ausfahrt, also erst in etwas mehr als einer Minute. Die können wir ja noch verweilen. Aber ich denke mal, der FDL will auch gleich auf grün für uns umschalten, ne? Dass wir dann auch ausfahren können. 43. Okay, die S-Bahn ist despawned. Und das Signal wird grün, das Ausfahrsignal. Super. Na gut, wir warten noch bis 43, wollen nicht mit Verfrühung losfahren, weil die Leute verlassen sich darauf, dass wir 43 losfahren. Wenn die jetzt noch im Bahnsteig geeilt kommen und wir schon wegfahren und die noch unsere Rücklichter sehen, dann fühlen sie sich natürlich auch ein bisschen verarscht. Deswegen warten wir noch kurz. Die fühlen sich veräppelt. Genau. Ja, und bezüglich diesem Let's Play hier war mein Plan, wie gesagt, ihr habt es schon gehört, wunderbare Ansage. Ich werde ein paar mehr unterschiedliche, diverse Ansagen haben als in meinen TSW 2 Let's Plays. Da hatte ich ja immer zwei Ansagestimmen, eigentlich drei Ansagestimmen. Ich hatte ja immer mich als Ansagen, als diese klassischen DB-Ansagen verwendet. Dann hatte ich ja Hanna, die kennt ihr von auch von ein paar Projekten von uns. Die habe ich für die Ansagen der Zugbegleiterin verwendet. Und dann habe ich damals noch Elisa verwendet für die Ansagen auf der Strecke Dresden-Chemnitz. Diesmal habe ich auch ein paar mehr Freunde zusammengetrommelt. Einfach weil das bei, ich weiß nicht, ob TSW 2 einen Vertrag mit der DB hat oder so, aber das waren alles DB-Strecken, wo die DB auch fährt mit Zügen, ne? Und jetzt hier bei Zusi 3 sind das auch Strecken, auf denen Privatbahnen fahren. Und die haben natürlich dann andere Ansagestimmen und so fort. Und deswegen habe ich da eine Handvoll mehr Freunde von mir zusammengetrommelt, die alle freundlicherweise für mich Ansagen einsprechen, ne? So. Weg mit den 500 Hertz und dann können wir auch beschleunigen auf unsere 80 km/h, die ja erlaubt sind. Ja, deswegen, da wird es ein bisschen diverser werden, aber die muss ich alles nach und nach aufnehmen, deswegen, ja, jetzt, ja, kommt die einen Folgen ein bisschen eher, die anderen Folgen ein bisschen später, je nachdem, wie ich die Ansagen halt eben dann habe, ne? 20 Folgen habe ich auch schon gesagt. Und ich werde auch nicht alle Maps zeigen, die mitgeliefert werden hier. Das liegt aber einfach daran, dass die Maps auch von Privatleuten erstellt wurden und die in der Qualität schwanken. Also es gibt einige mit einer guten Qualität, es gibt einige mit einer schlechten Qualität. Zum Beispiel gibt es auch eine Map, die ist aus drei Teilen zusammengebaut. Die eine hat Nachbildungszeitraum 80er Jahre, dann der andere Teil hat Nachbildungszeitraum 2010er Jahre und ich fahre gerade 10 km/h zu schnell. Deswegen und ja, das ist alles nicht so meins. Deswegen, es gibt auch einige Strecken, die sind nur so 10, 20 Kilometer lang. Da bist du nach 5 bis 10 Minuten drüber durchgefahren. Dann war das auch wieder gut. Also, ja, da musste ich ein bisschen aussortieren an Strecken, aber ist ganz gut geworden. Und ich zeige auch natürlich auf allen Strecken alles Mögliche, weil sonst sehen wir einige Sachen doppelt, dreifach und fünffach. Deswegen, ja. Aber wie gesagt, ich hatte jetzt ja beschlossen, hatte ich glaube in den letzten Folgen gesagt schon von TSW 2, dass ich darf der Games da kein Geld mehr in den Hintern pusten möchte. Weil, ja, über 100 Euro habe ich in das Spiel auf jeden Fall gesteckt. Das kann ich so sagen. Weil ich habe das Hauptspiel, also ich besitze ja das Hauptspiel, dann die Strecke München-Augsburg, für die habe ich auch 25 Euro damals im Sale hingelegt. Dann die S-Bahn-Strecke da in Leipzig, die hatten sie damals auf 11 Euro mal runtergesetzt, weil der doch nicht crap ist. Deswegen haben sie die auch so billig verhökert dann. Dann habe ich noch die Strecke Dresden-Riesa, für die habe ich auch 30 Euro hingelegt. Dann die Strecke Dresden-Chemnitz, für die habe ich den gleichen Betrag hingelegt. Also das Hauptspiel hat ja auch nochmal 30 Euro an sich gekostet. Also da ist ein guter Betrag reingeflossen. Und noch weitere Strecken ist auch keine Lust. Außerdem wird es auch keine weiteren Strecken mehr dafür geben. Weil jetzt kommt Zusi 3 raus. TSW 3 raus. Und das soll direkt schon mal 45 Euro kosten. Obwohl das der Vorgänger noch 15 Euro billiger war. Und naja, man kennt es von dem Wechsel von TSW 2020 zu TSW 2.
Es ist das gleiche, nur werden die Maps, die als DSC schon mal da waren, in TSW 2020, wurden einfach nach TSW 2 dann rüber transferiert und durftest du einfach dort nochmal kaufen. Ja, das war... Nett. Ja. Mit anderen Worten, du bist einfach abgezogen von denen. Dafür Games ist einfach ein geldgieriger Konzern, das ist so meine persönliche Meinung. Deswegen habe ich mich lieber hier hinter die Entwickler von Susi 3 gestellt, weil habe ich eine Zugsimulation, über die ich mich nicht aufregen muss, dass die PZB die ganze Zeit macht, was sie will, oder dass irgendwelche PZB-Modi nicht richtig funktionieren oder irgendwas. Hier funktioniert alles sowieso. Ich habe hier noch nicht einen einzigen Bug gefunden, ne? Hier sind nur einige Sachen von der Programmierung vielleicht ein bisschen suboptimal, aber es gibt keinen Bug in der Funktionalität der Züge. Das Menü ist vielleicht bescheiden. Auch am Ende, dann, was man immer das Spiel irgendwie beenden muss oder dass man dann neu laden muss oder sowas, das ist auch alles nicht so super umgesetzt in meinen Augen. Aber das Spiel an sich, die Simulation, die ist 1A Weltklasse. Übrigens, Tobi, haben wir es wieder. Grün und unten drunter zwei gelbe Signale, so, dass ich anhalten muss. Ich habe hab noch nicht drauf geachtet, ein rotes zum Vergleich zu haben. Mhm. Ja gut, rot haben wir auch nicht gesehen. Schlagen Richtung rechts. Müssen. So, 48 soll man anhalten, aber wir sind ja überpünktlich, du. So, da vorne noch rot. Aber wahrscheinlich überpünktlich sind. Nee, wie gesagt, habe ich hier für das Spiel einmal Geld ausgegeben, um ehrlich zu sein, ich habe es zum Geburtstag geschenkt bekommen. Aber ja, das ist auch Geld ausgegeben. Ja, es hat jemand dafür einmal Geld ausgegeben. Ich muss kein Geld mehr dafür ausgeben, weil es werden nach und nach noch immer Strecken nachgeliefert. Oha. Und wenn ich möchte, dann kann ich mich da auch durch die Modding-Szene durchschleichen und kann mir noch Strecken holen. Züge glaube ich nicht unbedingt. Züge, die sind eh alle dabei mit den Strecken. Und es gibt doch nur so eine Handvoll Züge, sage ich mal. Und ich werde eigentlich auch alle Züge zeigen, die es für Susi 3 gibt und, das ist auch wichtig, die für 16:9 ausgelegt sind. Ich habe schon zwei Züge entdeckt, mit denen ich auch gern gefahren wäre. Die V100 und die Baureihe 643. Mit denen werde ich jedoch nicht fahren, weil die sind für 4:3 optimiert. Wahrscheinlich einfach nur von Susi 1 oder Susi 2 exportiert, keine Ahnung. Und ja, das ist halt doof, mit denen zu fahren, deswegen lasse ich das raus mit den Zügen. Aber dazu dann in den Folgen, die das betreffen würde, dann nochmal mehr. So, den Schladern sind wir auch durch, haben uns auch lang genug gehalten. Da können wir weiterfahren, denn das Ausfahrsignal ist ja auch grün. So, 49, es ist 49 und 7 Sekunden, alles super. Wir sind da links ist jetzt mal ein rotes. Ja genau, hier drüben haben wir jetzt ein rotes. Doppelrot. Ja, das ist nur ein tieferes Rot. Ja, das andere, das ist so ein bisschen orangelich-gelb. Naja, deshalb. Hm. Aber es kommt auch mal drauf an, wie man dann im Bildschirm eingestellt hat und sowas alles. Ja, gut. So, und hier auf der Strecke muss man noch ein bisschen aufpassen, weil hier sind relativ viele Geschwindigkeitswechsel. Ihr seht ja auf dem Display auch 90, 130 sind es aktuell. Dann gleich kommt 120, danach kommt 100. Da muss man schön aufpassen, dass man nicht zu schnell fährt. Aber man sollte trotzdem die Geschwindigkeit auch alle ausfahren, weil sonst kommt doch irgendwann die Verspätung. Und das wollen wir ja auch nicht. Wo ausfahren, das heißt aber nicht schneller fahren. Schon Landkönig 120, gehen wir mal die 13 km/h runter. So. Wie gesagt, wir sind ein Regionalexpress, deswegen halten wir nicht überall. Hier gibt es noch zwei parallel fahrende S-Bahn-Linien, die S19 und S12. Damit werden wir auch nochmal fahren mit der S19 in die Gegenrichtung in einer späteren Folge. Und die halten natürlich dann an allen Halten. Ne? Weswegen wir hier jetzt ins Regionalexpress nur den wichtigsten unterwegs halten, natürlich halten. Ne? Und der nächste davon ist dann Herrchen. Bei Kilometer 49,8. Na, ist noch ein bisschen. Bis 49,8. Na, 6 Kilometer sind das noch. So, jetzt fahren wir hier durch Dattenfeld durch. Ist auch so schön. Ich habe ja nicht einen funktionierenden Buchfahrplan. Das hatte ich auch bei TSW 2 nicht. Da habe ich einfach nur oben meine Anzeige, nächster Halt in so und so viel Metern. Toll. Hier habe ich einen schönen Buchfahrplan, wie in der Realität ist, wo ich alles ablesen kann. Wo ich auch schauen kann, was das für Sachen sind. Jetzt zum Beispiel das nächste, was kommt, ist das Streckenblocksignal 112. Zum Beispiel. Danach kommt der Hoppengarten in der Tunnel.
Dann habe ich eine Strecke, dann das Einfahrsignal für Herrchen, wobei die auch die Einfahrt mit 60 km/h nur ist und sowas. Das kann ich alles hier schön rauslesen, ohne sich irgendwelche dummen Overlays oder so brauche, sondern ich habe hier schön meinen Pufferplan, wie in der Realität ist, wo ich alle Informationen kompakt drinstehen habe. Klar, man muss natürlich wissen, wie man den liest, aber ja, mal ganz kurz, weil, ja. Apropos wie man und so, nicht, dass ihr euch wundert, dass wir hier jetzt nicht mehr nochmal alles neu erklärt haben, etc., wie alles funktioniert. Das ist halt wirklich eine realistische Simulation. Das heißt, hier ist sehr, sehr viel zu erklären. Wenn ihr so ein bisschen verstehen wollt, ich bin mir nicht sicher, ob in einer der Folgen aus dem TSW 2 Let's Play irgendwann mal irgendwie ein bisschen zwischendurch erklärt haben in einer der ersten. Aber das geht hier, glaube ich, ein bisschen zu weit, dass wir hier alles genau. Also du, ich habe ja auch keine Ahnung. Richtig. Erklärst, wie das alles funktioniert. Ja. Nee, aber ich habe auch so eine kleine Tutorial-Reihe. Die ist auch noch nicht ganz abgeschlossen. Sind das 2 von 4 Videos draußen. Die Videos zu PZB und LZB, die fehlen noch. Die sind zwar alle auf TSW 2 geeicht und ich arbeite auch mit TSW 2, aber weil ich damals, als ich die gemacht habe, konzeptioniert habe, noch mit TSW 2 nur gearbeitet habe, aber die sind allgemeingültig, weil das Eisenbahnsystem ist überall gleich, ne? Egal welches Spiel, die Signale funktionieren gleich. Deswegen schaut euch die gerne an. Und wenn ihr darüber noch Sachen wissen wollt, dann erzähle ich hier hin und wieder auch noch ein paar Sachen, wenn uns ein paar in die Quere kommen. Und ja, ansonsten schaut euch auch noch gerne andere weiterführende Videos. Was ist denn das eigentlich mit den gelben Signalen heute? Was ist das denn hier? Weiß ich, wird langsam Herbst. Einfahrsignal Herrchen. Dann ich mal runter auf die 60 km/h. Ich weiß gar nicht, ob die Einfahrt 60 ist, bedeutet, dass ich ab dem Einfahrsignal 60 nur fahren darf. Oder das bedeutet, dass ich ab der Einfahrweiche fast 60 km/h. Das weiß ich leider auch nicht. Nächste Weiche wäre hier vorne. Herrchen. Das wäre Ausstieg der des Weichen Richtung rechts. Wenn ich natürlich geradeaus fahre weiter und nicht in das Gegengleis überfahre, sonst hätte ich wahrscheinlich auch einen Gegengleisanzeiger bekommen oder sowas. Aber ne, gut, im Bahnhofsbereich macht es ja keinen Unterschied, das ist ja egal. Im Bahnhofsbereich gibt es ja kein altes Gleis und richtiges Gleis, Regelgleis und Gegengleis. Im Bahnhof kann man ja das Gleis geleitet werden, wie der FDL gerade Lust hat. Auch wenn bei Personenzügen natürlich es sinnvoll wäre, die ins richtige Gleis zu leiten, ansonsten die Fahrgäste alle verwirrt sind und auf andere Gleise rüberrennen müssen. So, ich habe schon mal die Türfreigabe rechts vorgemerkt. So, wenn der zum Stehen kommt und nicht zu stark dabei gerade bremsen, sonst gibt's so... Also, wenn ich jetzt die Bremse hier ganz runter mache, das kann ich beim Bremsen zwar machen, dann zieht er ein bisschen stärker an. Problem ist nur, wenn ich dann dieses zum Stehenbleiben, diese letzte Phase vom Bremsen, wenn ich dann immer noch so stark gebremst habe, das Problem, dass der Zug dann so stark im letzten Moment bremst, dass die Leute hinten alle drinnen einmal mit dem Kopf schön nach vorne nicken und wieder zurücknicken, weil es für den Fahrgastkomfort jetzt nicht so schön ist. Deswegen tue ich gegen Ende hin lieber nochmal die Bremse ein bisschen nach vorne wieder tun. Das, wenn möglich, dass ich die letzten paar Meterchen und letzten paar km/h dann eher seichter abbremse, dass die Leute alle nicht so einmal nach vorne nicken mit dem Kopf und einen halben Genickbruch erleiden. So, 55 ist Abfahrt. Jetzt haben wir es 55 und 8 Sekunden. Ne? Machen wir mal die Türen zu. So. Dann 100 haben wir hier weiterhin. Ausfahrsignal vorne ist grün. Sieht man wirklich klein aus. Kurz gewachsen, würde ich sagen, das Ausfahrsignal hier von Herrchen. Na, guck mal, da haben wir eine S-Bahn in die Gegenrichtung. Da haben wir einen Kollegen hupen. Ach, der redet hier natürlich nicht, aber hier im Let's Play ist es ein bisschen doof, wenn ich jetzt bei meinem Bildschirm einmal die Hand hebe, um ihn zu grüßen. Das seht ihr natürlich nicht, deswegen hupe ich da einfach mal. Witze. Hätte ich nicht irgendwas von 100 erzählt? Ah, hier sind 110. Gut. Ich habe doppelt zu schnell schon beschleunigt. Nee, ich habe noch nicht aufgepasst. Aber wie ich schon in TSW 2 auch häufig gesagt habe, es macht einen Unterschied, ob ich einfach nur hier vor meinem PC sitze und... Es ist schon wieder gelb. Ob ich hier einfach nur vor meinem PC sitze und spiele,
oder ob ich einfach ja, spiele und dabei noch kommentiere, weil dann muss ich zwei Sachen auf einmal machen. Ich muss zum einen Unterhalter sein und zum anderen muss ich auch noch dafür sorgen, dass ich mich konzentriere und nicht alles falsch mache. Deswegen, ich sag mal, solange ich nur ein paar km/h zu schnell bin, ist auch alles in Ordnung. Schlimmer wird es, wenn ich dann die ganze Zwangsbremsung am Stück bekomme, weil ich mich nicht ordentlich konzentriere. Aber das scheint zu funktionieren. Übrigens, was ich noch ganz kurz anmerken wollte, ich habe den Chaos-Faktor auf 10% gestellt, das ist das Maximum, damit hier auch ein bisschen was passiert, weil klar, ich kann jetzt einfach nur im Regelbetrieb fahren, aber wenn so ein paar Ausnahmesituationen passieren, wie jetzt zum Beispiel gerade eben, dann ist es noch ein bisschen besser. Und zwar habe ich hier ein Ersatzsignal, das sind diese drei weißen Punkte da unter dem roten Signal. Wir müssen einfach mal stehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man vor einem roten Signal mit Ersatzsignal zwangsläufig stehen bleiben muss oder nicht. Und zwar kann es sein, dass ein Signal gestört ist und deswegen das nicht richtig funktioniert oder was auch immer. Ja, Technik irgendein Fehler ist und sich deswegen nicht das Signal auf grün stellen lässt. Dann müsste man herkömmlich einfach so einen schriftlichen Befehl ausführen. Das heißt, ich nehme mir mein Funkgerät, der Fahrdienstleiter sagt, diktiert mir ein paar Sachen durch. Ihr habt so einen Vordruckzettel, die werden wir im Laufe des Let's Plays auch noch sehen, schriftliche Befehle. Die gibt es hier nämlich auch, genauso wie Ersatzsignal, die gibt es in TSW 2 auch nicht. Müsste ich dann ausfüllen und dann müsste ich mit PZB-Befehl, das ist eine Taste, die muss ich gedrückt halten, damit kann ich die Wirkung des roten Signals, weil sonst würde ich beim Drüberfahren direkt zwangsgebremst werden, kann ich diese Zwangsbremswirkung ignorieren lassen vom Zug und darf dann halt eben unter Vertrauensbasis auf den Fahrdienstleiter weiterfahren. Und um das abzukürzen, gibt es hier diese drei weißen Punkte, dieses Ersatzsignal, und wenn das an ist, dann gilt das wie, jetzt hätte ich diesen schriftlichen Befehl vom Fahrdienstleiter bekommen. Ich weiß nicht, ob ich dafür anhalten muss oder nicht, aber ich darf jetzt hier drüber fahren, über das Signal. Und währenddessen muss ich die PZB-Befehl-Taste halten. Da ist die weiße Lampe, Befehl 40, Fahrüberwachung 40 km/h. Lass ich wieder los, dann kann ich wieder weiterfahren. So, das Problem ist jetzt nur, ich muss jetzt aufpassen, das war jetzt das Streckenblocksignal 110. Und ich muss dann schauen, ob das Einfahrsignal von iTorf bei Kilometer 43,8, das ist mein nächstes Signal. Da muss ich drauf aufpassen, was das mir anzeigt. Ich kann jetzt mit Regelgeschwindigkeit weiterfahren. Aber ich muss da halt eben jetzt einfach aufpassen, genauer. Einfach weil ich fahre jetzt hier, aber die Zugsicherung und die ganzen Sicherheitssysteme, die sind jetzt alle umgangen. Sondern der Fahrdienstleiter hat mir jetzt gesagt, okay, glaub mir, der Streckenabschnitt ist frei, du darfst hier drauf fahren. Jetzt muss ich dir natürlich auch vertrauen. Natürlich schön, hier ist eine gerade Strecke, das heißt, sollte irgendwas sein, könnte ich im schlimmsten Fall natürlich immer noch bremsen. Aber, ja, theoretisch könnte jetzt natürlich auch ein Zug hier auf dem Gleis sein und mir entgegenkommen. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann war das zum Beispiel beim Zugunglück von Bad Aibling 2016 so, dass der Fahrdienstleiter da irgendwie unaufmerksam war und überarbeitet und was weiß ich. Die sind ja eh alle überarbeitet, weil Unterbesetzung. Ich habe sogar von Strecken in Thüringen gehört, die nachmittags dafür gesperrt sind, weil es nicht mehr genügend Fahrdienstleiter gibt, um Früh- und Nachmittagsschicht zu besetzen. Deswegen besetzen die nur noch die Frühschicht und ab mittags ist die Strecke einfach gesperrt, weil es keine Fahrdienstleiter mehr gibt, die Signale stellen können auf der Bahnstrecke. Und dann fahren Ersatzbusse. Deswegen, die sind alle überfordert, diese Fahrdienstleiter, weil es einfach viel zu tun gibt und viel zu wenig Personal. Und ja. Leute, geht nicht alle studieren, ihr könnt auch einen normalen Beruf machen. Richtig. Schlimm. Ausbildungsplätze sind genügend frei. Ich glaube, dieses Jahr wurden auch nur knapp über 50% der Ausbildungsplätze oder so überhaupt belegt. So, grün mit grünem Vorsignal, das sieht doch super aus. Nächster Halt ist iTorf. So, hier sind 140, aber 43,0 ist eh iTorf. Das heißt, kannst du eh schon mal langsam anfangen zu bremsen, weil es eh nur 600 Meter bis dahin. Ja, deswegen, und er war überarbeitet und hat dann einfach, obwohl noch ein Zug im Gleis war, der entgegenkam auf dieser eingleisigen Strecke, hat er, glaube ich, weiß nicht, ob es per Ersatzsignal oder per schriftlichen Befehl war, hat er auf jeden Fall da dem zweiten Lokführer erlaubt, am roten Signal vorbeizufahren. Was natürlich fatale Folgen in Form eines Frontalzusammenschlusses zwei Regionalbahnen hatte.
Und zum Beispiel bei dem Zugunglück bei München, was Anfang des Jahres war, da war es wiederum was anderes. Da ist der eine Lokführer ist über ein rotes Signal drüber gefahren mit dieser PZB-Befehltaste, die ich gerade eben gezeigt habe. Aber das war rot und der hatte keine Erlaubnis weiterzufahren. Der hat sich einfach befreit und ist losgefahren. Und aufgrund dessen, dass er sich befreit und in diesem Zugabschnitt befunden hat, ist der Zug aus der Gegenrichtung, der eigentlich grün hat, dessen Signal ist wieder auf rot umgesprungen und deswegen wurde der gezwangsbremst, der stand auf der Strecke und der Zug, der gefahren ist, obwohl er gar nicht fahren durfte, der ist auch auf dem gleichen Gleis gefahren, war eingleisige Strecke, und ist in den stehenbleibenden Zug reingerauscht, während der Lokführer von diesem stehen gebliebenen Zug natürlich, wie es eigentlich auch sein muss, mit der Fahrdienstleitung abgeklärt hat, warum das Signal jetzt rot ist und dass er zwangsgebremst wurde und wie zweiter verfahren werden soll, während der andere Lokführer einfach über das rote Signal drüber gefahren ist und ohne irgendwie was mit der Fahrdienstleitung abzusprechen, sondern der hat eigenwillig gehandelt und deswegen sind die Züge da zusammengestoßen und die eine Person ist sogar gestorben dabei bei diesem Zugunglück. Müsste es nicht eigentlich irgendwelche Signale, also wie heißt das? Diese Boxen, die auf der Gleisen sind, die registrieren, wenn ein Zug drüber fährt. Das ist richtig. Müsste das dann nicht eigentlich bemerkt werden? Ja. Deswegen, dass der drinne war, wurde auch bemerkt. Ach so. Deswegen ist das Signal von dem Zug, der eigentlich fahren durfte, wieder auf rot zurückgesprungen. Und der war aber so schnell, dass er nicht mehr bremsen konnte. Deswegen ist er dann Zwangsbremsung und ist dann stehen geblieben auf der Strecke. Und der andere Zug, der ist einfach gefahren und ist dann reingerauscht in den. Ja, aber warum wurde der dann nicht gebremst? Müsste nicht, wenn... Das wenn ging zu schnell. Das war innerhalb von einem Kilometer zwischen, wo der Zug losgefahren ist, wo der andere Zug stand. Da war nicht genügend Zeit, würde ich behaupten wollen. Außerdem, den kannst du auch nicht einfach so bremsen, ne? Den kannst du nur anpunkten und sagen, hier, warum fährst du? Du hast sofort anzuhalten, ne? Deswegen, weil diese Magnete, die dich automatisch zwangsbremst am roten Signal, die kannst du, wie wir es auch schon gemacht haben, jetzt vorhin mit unserer PZB-Befehltaste, kannst du die einfach ignorieren. Dann haben die auch keine Wirkung auf den Zug. Es ist halt eben für solche Signalstörungen, wenn dir die Fahrdienstleitung erlaubt, du darfst über das rote Signal drüber fahren, dass du es halt doch machen darfst, ohne zwangsgebremst zu werden. Und das hat der halt einfach angewendet, obwohl das gar nicht durfte. Und somit wieder rechtlich über das rote Signal drüber gefahren. So, einmal runter auf 100. So, 100 gelten ab 40.0. Gut, den 100 haben wir doch schon erreicht. Gut, der hat noch 400 Meter gehabt. Nur habe ich hier so extra scharf gebremst, weil ich mich nicht daran erinnern konnte. Das habt ihr gerade gesehen, da waren gerade drei PZB-Magneten hintereinander. Das war so ein sogenannter Geschwindigkeitsprüfabschnitt. Und daran wird gemessen, in wie lange brauchen wir vom ersten bis zum letzten, ne, dieser PZB-Kästen da unten. Ne? Und dann ermittelt, wie lange wir brauchen und daran wird ausrechnen, wie schnell wir sind. Und wenn wir zu schnell sind, also so schnell sind, dass wir 100 km/h nicht mehr schaffen würden, dann würden wir gezwangsbremst werden. Und als ich die Strecke vorher testweise abgefahren bin, da ist nämlich genau das passiert, da habe ich zu langsam gebremst und dann habe ich die Zwangsbremsung drin gehabt. Und das wollte ich jetzt natürlich hier in der Simulation ersparen. Deswegen nur das so. So, jetzt mal im Märtener Tunnel. Der nächste Tunnel heißt auch Märtener Tunnel. Interessant. Ah, Deutsche und ihre Namen für Straßentunnel. Was gibt's da alles? Märtener Tunnel 1 und Märtener Tunnel 2. Städtenamen. Es gibt so viele Straßen, Dörfer, Städte. Okay, irgendwas ist ja einfach noch falsch gelaufen, weil wir sind schon durch den Märtener Tunnel. So, wir haben aber auch keinen Halt mehr. Weil Blankenberg ist ja Ende der Strecke, aber da halten wir nicht mal. Das heißt, wir werden dann wahrscheinlich einfach durchrauschen und irgendwann wird dann plötzlich Fenster aufploppen mit herzlichen Glückwunsch, sie haben die Simulation abgeschlossen. Wir natürlich mit katastrophal abgeschlossen haben, weil Susi 3 bewertet sehr, sehr streng eine Fahrt. Also, dass ich da überhaupt ein paar Prozentpunkte erhalte für meine Fahrt, das ist selten geschehen. Aber manchmal ist es auch so, zum Beispiel, wenn ich mit Fahrzeugen fahre, hier habe ich zum Beispiel so einen Knopf, den ich für links und rechts einfach drücken kann, dann werden einfach links und rechts die Türen aufgemacht. Es gibt auch Fahrzeuge, die musst du in den Regler umstellen und dann sagen, Türen auf, oder nur einen Regler umstellen, werden automatisch die Türen aufgemacht. Das erkennt das Spiel auch irgendwie teilweise nicht an. Und dann wird aber gesagt, du hast die Türen an keinem der einzigen Halte aufgemacht, obwohl der Zug mir gesagt hat, die Tür ist offen. Richtig, seit die Leute rein ausgestiegen sind.
Deswegen nehme ich die Bewertung am Ende auch immer nicht zu ernst, sondern schaue mir da lieber einfach nur, das kann ich euch gleich zeigen, da hast du so einen Fahrtenschreiber, hast du da einfach, den kann ich mir ansehen, dann kann ich einfach sehen, wie bin ich gefahren, wann bin ich zu schnell gefahren, wo habe ich welche Zwangsbremsung bekommen und so fort. Da habe ich einen Fehler gemacht. Muss, es lief doch eigentlich ganz gut diesmal. Ja, ich habe keine Zwangsbremsung erhalten. Ich fahre gerade 10 km/h zu langsam, obwohl ich schon 2 Minuten Verspätung habe, aufgrund unseres roten Signals mit Ersatzsignal. Und klar, ich habe ein bisschen mehr gelabert, deswegen, aber ich sag mal so, hätten einen schriftlichen Befehl bekommen, dann hätte es länger gedauert. Weil in der Realität musst du ja, kriegst du es diktiert vom Fahrdienstleiter und dann musst du ja alles, was der sagt, hinschreiben und danach nochmal wiederholen und alles ausfüllen, Unterschrift runter, und das kann schon ein paar Minuten dauern, so einen schriftlichen Befehl auszufüllen. Und das ist so ein Ersatzsignal natürlich besser, weil entweder du kannst, entweder du bremst einfach nur runter, weil du denkst, okay, rotes Signal, siehst da, okay, Ersatzsignal, und kannst du weiterfahren, oder du musst vorher bremsen, ich weiß es nicht. Also ich bremse einfach vorher, bleib mir aber auch gerne hin, ob ich das überhaupt machen muss oder nicht, oder ob ich einfach direkt drüber fahren kann mit 40 km/h. Ja, siehste, da ist es. So. Tobi, du siehst es nicht, dieses Fenster. Nö. Aber ihr seht das. So, wir hatten null Unfälle oder Entgleisungen. Wir haben kein Haltesignal überfahren. Wir haben keine PZB-Zwangsbremsung erhalten, oder also Zugsicherungszwangsbremsung. Wir haben keine Zwangsbremsung durch die SIPA erhalten. Wir haben nullmal die Pfeife vergessen zu betätigen. Wir haben keinen Fahrplanhalt verpasst. Wir sind nullmal abgefahren, obwohl wir es gar nicht durften. Wir hatten durchschnittlich 0 Minuten Verspätung. Wir hatten maximal 2 Minuten Verspätung, so jetzt am Ende einfach. Wir hatten zweimal schlechter Fahrstil, habe ich wahrscheinlich zweimal zu stark gebremst. Wir haben nullmal vergessen, vor einem Bahnübergang nicht anzuhalten, weil es gibt auch gestörte Bahnübergänge, vor denen muss ich dann zum Beispiel anhalten. Und wir haben auch nullmal vergessen, die Türfreigabe zu machen. Ich habe 29% Abzug für meine Geschwindigkeitsüberschreitung erhalten. Und wir haben 595,12 Megajoule Energie verbraucht. Das sind 19,84 Liter Diesel oder 165,31 Kilowattstunden. Ne? Oder 18,03 Kilogramm Kohle. Und wir haben ein Gesamtergebnis von 59, fast 60%. Das ist aber hier Höchstleistung, die ich erbracht habe. Sag ich doch. Ja, man sieht es, hier bin ich immer ein bisschen zu schnell gewesen, hier bin ich ein bisschen viel zu schnell gewesen, hier wieder ein bisschen zu schnell. Hier, ach genau, das war, wo ich schon auf die 110 beschleunigt habe und war so, ups, ich darf noch eine 100 fahren, ach, da kam mir doch die 110. Ja, ansonsten bin ich überall ganz gut erhalten. Ich habe keine Zwangsbremsung. So, hier, das sieht man ein bisschen schwer, weil es hier ganz viele Buchstaben sind, aber hier steht starker Anhalteruck. Da habe ich zu stark am Ende gebremst, das ist das, was ich meinte, mit ich gehe dann wieder ein bisschen hoch, dass ich nicht zu stark bremse. Hier habe ich es zu stark gemacht, da haben die Leute immer nach vorne gewippt mit dem Kopf. Und hier auch noch einmal, deswegen habe ich zweimal dieses schlechter Fahrstil erhalten. Ne? Aber ich würde sagen, das war eine wunderbare Fahrt. Ich habe mich vorbildlich angestellt. Und ja, ich würde sagen, ich danke euch recht herzlich fürs Zusehen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Woche wieder, bei der nächsten Folge. Und mal schauen, wo es dann dorthin geht. Vielleicht habe ich dann auch schon ein paar mehr Ansagen aufgenommen. Heute in der Folge kamen ja nur Ansagen von mir persönlich. Ich habe schon ein paar andere aufgenommen, noch nicht genügend, als dass ich da veranstalten fahre. Aber gut, mal sehen, was ich innerhalb der nächsten Woche noch Ansagen aufnehme. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye, bye.